Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Lars. Happy birthday to you. Ausblasen. Hanna, es ist doch noch gar nicht 12. Bist du abergläubisch? Ja, aber vorher gratulieren, das bringt eben Unglück. Ja gut, dann gratuliere ich dir erst in 2 Minuten, aber die Kerzen musst du ausblasen. Okay. Stopp! Du musst dir erst was wünschen. Wie war das mit dem Aberglauben? Hallo. Och nein, es ist schon so weit. Nein, eigentlich also, ist... Nein, nein. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Okay. Alles Gute. Danke. Willst du auch mit anstoßen? Seid mir nicht böse. Feiert mal lieber alleine, ihr zwei. Wir sollten uns in nächster Zeit ein bisschen um sie kümmern, ja? Ja. Aber jetzt feiern wir es um deinen Geburtstag. Alles Gute zu deinem 33., mein Schatz. Also, du weißt ja schon, was es ist, aber... Aber nicht, wie es ist. Wow. Das ist ja schön. Ja? Gefällt's dir? Ja, sehr sogar. Carla hat dich wirklich gut getroffen. Hm. Aber wenn ich es mir so recht überlege, kann ich mit dem Original schon mehr anfangen. Oh. Ja, bitte. Entschuldigen Sie die Störung. Der Herr Graf lässt ausrichten, dass sich Ihre Verabredung verschiebt. Ach ja. Wann war die nochmal? Morgen Vormittag. Direkt nach Ihrem Meeting im Schneiders. Ja, richtig. Danke. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Heute Abend nicht mehr. Danke. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Herr Graf? Wow, wie bist du denn da rangekommen? Ja, hoffentlich passt es dir. Umtausch ist nämlich ausgeschlossen. Hanna, sieh mal, was David mir geschenkt hat. Ein Original-NBA-T-Shirt. Schön. Super, vielen Dank. Na, wenn du lieber Sportklamotten geschenkt bekommen hättest. Nein, dein Fruchtbarkeitsgott ist wirklich dermaßen... Anna, was meinst du? Mhm. Naja, Angelo, schenken Sie jetzt bitte den Champagner ein, ja? Ich bin gleich wieder da. Was? Wo willst du denn hin? Ich hab was vergessen. Angelo, können Sie meinem Vater bitte sagen, dass ich unser Treffen leider absagen muss? Hallo. Mein Meeting dauert doch länger. Jetzt warte doch mal. Lauf doch nicht einfach weg. Mir ist eingefallen, dass ich noch einen Termin habe. Stopp. Es ist meinetwegen, stimmt's? Ja, dann lass uns noch mal zusammensetzen. Wieso? Es ist doch alles gesagt. So geht das nicht weiter. Du kannst nicht immer wegrennen, wenn du mich siehst. Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe und kümmerst dich um deine... Scheiße! Du kannst aber jetzt nicht so zu dem Termin gehen. Komm, lass uns zu mir nach Hause gehen, was Trockenes anziehen. Direkt um die Ecke. Okay, ist vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Naja. Ja, warte mal, ich habe da noch was anderes für dich. Danke nochmal, dass du mir was leihst. Na klar, keine Ursache. Du hattest übrigens recht. Es wäre wirklich schade, wenn wir unsere Freundschaft einfach so aufgeben. Das ist schön. Ich habe unsere Treffen schon vermisst. Dann wollen wir mal schauen. Hier,
Das probier mal an. Danke. Hallo? Hanna, wo steckst du eigentlich? Entschuldige, Lars, ich bin bei mir zu Hause und ziehe mich um. Mein Taxifahrer hat mich nass gespritzt. Ich war klatschnass. Ja, und das dauert so lange? Oh mal, du hast heute Geburtstag. Ich möchte mich für dich schön machen. Na gut, aber beeil dich bitte, okay? Versprochen. Ciao. Alles klar, bis gleich. Ciao. Und? Kann ich das tragen? Mein Gott, das Kleid ist ja wie für dich gemacht. Findest du? Du siehst umwerfend aus. Wollen wir? Ja, gleich. Ich krieg das Kleid hier oben nicht zu. Warte, ich helfe dir. Es war schon immer so ein bisschen frickelig. So. Danke. Vielleicht solltest du es einfach mal ändern lassen. Können wir? Ja, klar. Eigentlich sollte ich ja dem Autofahrer dankbar sein. Wieso? Sonst wäre ich doch nie in den Genuss dieses wunderbaren Kleides gekommen. Ja, das Kleid steht dir wirklich gut. Aber wir sollten langsam los. Ich will Lars nicht so lange warten lassen. Ja, klar. Wir haben ja lang genug getrödelt. Suchst du was? Ja, meinen Schlüssel. Ich hatte ihn gerade noch. Voilà.